Das ist eine gelbe. Eine gelbbeinige Sonnenspringspinne. Genau. Sie hat hier Modell gestanden. Wir haben, glaube ich, gesagt, es gäbe einen neuen Wintermantel. Sie ist sehr klein. Die ist etwa 2-3 mm. Ja, ich denke, ja. Viel mehr ist die nicht. Nein. Aber ganz eine vitale. Man weiß auch nicht, woher dass sie den Namen hat. Vielleicht wegen der gelben Beine, oder? Das ist anzunehmen. Die tut übrigens keine Netze bauen, sondern sie tut. Zack, da sieht man es gerade schön, den Rettungsfaden, den sie hat gemacht hat. Also immer, wenn sie tut wegkumpen, macht sie so einen Rettungsfaden. Und sie tut ihre Beutetiere erjagen. Also anspringen. Und hier tut sie ganz genüsslich ein Blatt los. Konsumieren. Ja, ich denke, sie tut sie aussuchen. Ja. Und tut uns beobachten. Also, ich fühle mich beobachtet. Hier hat sie Fliegen gefangen. Und schon ziemlich gut erledigt. Das ist ein Zaunkönig. Den haben wir bei uns das erste Mal und bis jetzt zum letzten Mal gesehen. Zuerst natürlich kein Tonstativ gefilmt. Und mit Zoom, das macht sich dann aber gerade bemerkbar. Ein kleiner, nervöser Vogel. Und voilà. Sie frisst eine Spinne. Und hier sehen wir, was mit den toten Vögeln passiert. Das ist ein Vögel, das ist wahrscheinlich von den Eltern aus dem Nest gefallen worden. Und hier sehen wir, es wird verwertet. Und hier haben wir grosses Glück gehabt. Wir haben gesehen, dass sich der Boden bewegt und haben gerade können filmen. Und da sieht man, es kommt raus ein Mistkäfer. Also hat er seine Höhle gerade Hunger um Futter gemacht. Mhm. Da sieht man auch, wie wichtig dass die Insekten sind. Sie tun wirklich alles schön aufräumen. Ja, der ganze Abfall oder die toten Tiere verwerten. Und der hier ist gerings verraten rein. Und jetzt wird der Vogel von angenommen. Hat
Das hier ist ein Totengräber. Ein Totengräber. Der ist voll mit Milben. Ich weiß nicht, ob die eine Symbiose haben. Oder die Milben, die einfach von ihm profitieren. Hier sehen wir gleich, wo wir das gefilmt haben. Das ist auch so eine Waldlichtung. Und dann sind wir beim Spazieren. Haben wir das hier gesehen am Boden. Und wir sehen, es ist ein toter Mischkäfer. Und der wird seinerseits wieder verwertet von den Ameisen. Schreist an diesem Fühler. Man sieht auch gut, wie viel Kraft das sie eigentlich haben. Ja. Den Panzer können sie nicht knacken. Was sie jetzt hier probieren, ist, die Weichteile hinten rauszuziehen. Also das ist ein Darm, was ich hier versuche, jetzt die Weichteile rauszuschreissen. Richtig Seile ziehen. Da sehen wir jetzt aber rum, dass die einen vorne ziehen und die anderen hängen. Wenn sie nur hinziehen, dann würden sie den Käfer einfach im Zeug umschleppen. Aber sie könnten die Weichteile nicht rausnehmen. Darum braucht es auch immer wieder ein paar, die vorne entgegen haben. Wie sie das allerdings miteinander absprechen, das ist mir ein Rätsel. Da haben sie also schon am Darm und alles Mögliche aus dem Käfer rausgeschissen. Und jetzt wird der gefressen. Die sind hier zückeln, mehr oder weniger. Obwohl sie so eine Zange hat zum Abbeissen. Was man noch gut sieht, sie tun einander nicht wegschubsen, aber übereinander überlaufen und so, das ist mir völlig egal. Und hier sehen wir einen Vogel. Ein Grünspecht. Genau. Und der frisst Ameisen. Der kommt regelmässig bei uns im Garten vor dem Haus. Keine Ahnung, wie der eigentlich ganz genau weiss, wo die Ameisen im Boden sind. Weil er tut nicht auf gut Glück. Also er tut schon immer dort, wo sie, wo er nachher etwas findet. Aber er ist auch immer sehr aufmerksam. Man muss immer gegen oben schauen. Ja. Ganz eifrig graben. Das ist ein hübscher.
Ja, und die hier. Was ist für eine Spinne? Das ist eine Krabbenspinne. Eine Krabbenspinne, eine braune, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es eine Buschkrabbenspinne ist. Ich habe sie nicht bestimmen. Ja, auf jeden Fall hat sie einen Ohrengrübel. Ohrenwurm. Ein Ohrwurm, ja. Ohrwurm hat sie verwünscht. Und jetzt tut sie ihn aussaugen. Und plötzlich hat sie ein Logo. Ist ein bisschen weg. Und ist nachher vom Blatt gefallen. Nachher ist einfach der Ohrwurm da gewesen. Und wir haben die Spinne nachher gesucht, wo sie her ist, und haben sie am Boden gefunden. Da sieht man, sie liegt auf dem Rücken. Und offenbar hat die Krämpfe oder so etwas. Also immer, wenn die Spinnen die Beine so zusammenziehen beim Bauch, der ist nicht mehr gut. Der ist tot. Der hat sie erledigt. Hier haben wir nachher auf die Beine gestellt, damit wir die Oberseite können filmen können. Und wir sehen hier bei den Augen, es gibt keine Bewegung mehr. Sonst sieht man oben so einen Farbwechsel bei den Augen. Und da ist gar nichts mehr. Also ich denke, die ist schon tot. Aber wir wissen nicht, ob es Zufall war oder ob der Ohrwurm vergiftet war, wissen wir nicht. Ja. Auf alle Fälle beide tot. Das ist unsere Fress. Spirale gesehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.